zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, befinden wir uns mittlerweile in der heulenden Hütte. Der Weg nach draußen ist verschlossen, das heißt, es führt nur der Weg durch die Hütte. Und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Kannst du was hören? Sieht schon mal atmosphärisch sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Und die klaut mir schon wieder meine Bohnen. Es gibt einem schon so ein bisschen so ein. Es jagt einem so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken. Ein verzaubertes Skelett. Oh. Am besten zaubern wir beide gleichzeitig. Aua! Oh Gott, sind die laut. Die werfen mit ihren Oberschenkeln. Also zumindest sieht es aus, als wären es so Oberschenkelknochen. Ich finde, diese Skelette sind schon fies irgendwie. Da kommt noch eins. Sieht man ja, wenn da so Knochenhaufen liegen. Kann man sich fast denken, dass da so Skelette draus werden. Zwei! Hinten kommt keins raus? Wundert mich jetzt eigentlich. Geht's da weiter? Ne, hier vorne geht's weiter, ne? Das heißt, hier ist ein Geheimgang, den ich entdeckt habe. Ah, coole Sache. Aber wie komme ich da rüber? Kann ich da einfach rüber springen? Schaffe ich das? Tatsache, wow. Puh, Schwein gehabt. Okay, wie viele Geheimnisse kann ich ja eigentlich? Ja, 5 Stück kann ich hier wieder entdecken, okay. Vielleicht finde ich in diesem Abschnitt ja auch wieder bestimmte Bilder. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gott es geht sei ja Dank, sehr. Schokofrösche. Ja. Es geht ja jetzt sehr stark auf Weihnachten zu. Es ist ja schon bald soweit. Ich habe mich gestern nochmal mit meiner Mom in der Innenstadt getroffen und habe auch noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgt. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Oder feiert ihr überhaupt Weihnachten? Es gibt ja durchaus bestimmt auch Leute, die feiern überhaupt kein Weihnachten. Aua. Sie machen so voll die komischen Geräusche, ehrlich. Also ich würde auf jeden Fall sehr gerne Weihnachten feiern. Das Problem ist, dass es dieses Jahr wirklich kein Weihnachten bei mir geben wird. Der Grund ist schlichtweg einfach mein Umzug. Weil ich ja jetzt diesen Monat, beziehungsweise jetzt auch Ende diesen Monats umziehen muss. Einen Tag vor Weihnachten ist unsere Schlüsselübergabe. Dann können wir endlich in die neue Wohnung rein. Oh nein! Und das Salamander. Heißt für uns ab Weihnachten, also ab Heiligabend, wird quasi unser Umzug stattfinden. Demnach werde ich dieses Jahr definitiv kein wirkliches Weihnachten haben. Statt dass Hermine vielleicht mal irgendwas macht. Glatius-Zauber ist ziemlich beeindruckend, Harry. Oh, was bist du dumm, Gerüche? Danke, aber wir sind noch nicht fertig. Rectus-Zauber! Okay. Ja, da kommen noch zwei. Rectus-Zauber! Aua! Glaube ich. Lass uns Ron finden und von hier verschwinden. So, ja, wie gesagt, das, wir hatten jetzt natürlich nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie noch einen Weihnachtsbaum zu besorgen oder irgendetwas wirklich weihnachtlich uns hier einzustimmen. Das ist eigentlich dieses Jahr nicht so wirklich möglich. Ich habe wahrscheinlich, weil ich an Weihnachten arbeiten muss, nicht mal wirklich die Möglichkeit, zu meiner Familie zu fahren, um überhaupt irgendwie Weihnachten mit... Autsch! Harry! Alles
alles in Ordnung? Ja, geht schon. Aber ich sehe keinen Weg zurück nach oben. Such weiter. Ich schaue, ob ich einen Weg zu dir runterfinde. Oh, ja, jetzt bestimmt nicht mehr. Okay, naja. Dann wie los. Gesagt, ich werde... Wie komme ich da rüber? Ja, wie nur? Hier steht ganz offen an der Drachenstatue rum. Verdammt, wie komme ich nur da rüber? Drakonifor! Autsch. Gibt's hier nicht irgendwas zum Einsammeln? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Anscheinend hat es bisher noch nicht viel gebracht, nein. Okay. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht wenigstens so für ein Weihnachtsessen nach Hause kann. Aber irgendwie, es ist so das erste Mal, dass ich wirklich auch an Weihnachten arbeiten muss. Und das finde ich irgendwie blöd. Da merkt man dann, dass man im Jobleben angekommen ist. Dass man nicht mal mehr die schönen Feiertage hat, die man mit seiner Familie zusammen verbringen kann. Einfach weil... Ja. Hervorragend. Guter Drache. Ja, guter, lieber Drache. Einfach weil man die ganze Zeit arbeiten muss. Das ist so nervig. Ist da unten eigentlich noch was? Kann ich da hin? Nein, ich kann da nicht hin. Okay, ist gut, ist gut. Boah, wirklich springen kann die ja nicht, ne? Toll. Nein, blockiert. Komme ich nicht wirklich weiter. Harry? Oh. Harry! Ja, nee, ist klar. Na super. Ich hoffe, Ron geht's gut. Bestimmt. Ah, ich habe Facebook wieder offen. Verdammte Scheiße. Ich vergesse jedes Mal, mein Facebook zuzumachen. Ich konnte zumindest meiner Familie so ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen. Hab die meiner Mom dann gestern mitgegeben, dass sie wenigstens am Heiligabend, wenn sie eine Bescherung machen, so ein paar Weihnachtsgeschenke von mir da haben. Ist ja eigentlich so das Mindeste. Was kommt jetzt? Okay. Also von diesen Kürbispasteten hat man irgendwie immer genug. Hey. Elasto. Komm schon. Elasto. Danke. Wow. Okay. Ah. Ich habe immer so ein bisschen Angst, hier runterzufallen. Ich habe Höhenangst. Elasto. Irgendwie. Ich finde das total kurios, aber so eine Höhenangst, ich finde, die zeigt Depulso. Sich auch. Depulso. Passiert da jetzt was? Ach da! Oh, cool. So eine Höhenangst zeigt sich vor allem auch in Spielen teilweise. Ich habe das in Minecraft ganz oft gehabt. Dass ich ganz fürchterliche Höhenangst hatte, wenn ich irgendwo weiter oben was gebaut habe. Und dann jedes Mal mega Angst hatte, da runterzufallen. Das ist irgendwie ganz komisch. Oh, keine Fackelhalter, das ist schön. Und wenn ich an diesen Fackelhaltern vorbei muss, habe ich mega Angst, hier runterzufallen. Aber ich bin angekommen. Depulso! Ich finde dieses Geklapper von diesen Kirchenköpfen irgendwie fast schon so ein bisschen niedlich. Depulso! Aha, hallo? Na, das war witzig. Ja, super witzig. Komm, wir müssen Ron helfen. Gott, diese Schreie, Mann. Das hört sich so... Krass. Ich weiß nicht, das hört sich gar nicht an wie der Synchronsprecher von Ron. Nicht, dass man den wirklich gefoltert hat. Okay. Die zwei hätten wir erledigt. Depulso!
Aua. Jetzt. Hermine, hilf mir. Oh, die verlieren ihre Gliedmaßen, wenn ich die einzelnen angreife. Ah, halt. Totenkopf. Ich finde es irgendwie so ein bisschen erschreckend, dass das Spiel schon wieder fast vorbei ist. Ich habe doch gerade erst damit angefangen. Tja. Ich bin aber jetzt dann gerade wegen dem Umzug ja auch schwer am Vorproduzieren. Nase juckt. Was denkst du, ist das hier? Ein großer, gruseliger Raum. Mit einem Rätsel. Lass mich mal nachdenken. Das eigentlich kein Rätsel ist, weil das total offensichtlich ist, was man hier machen muss. Warum muss ich jetzt wieder mit Hermine spielen? Na, ist egal. Depulso! So. Das war's dann schon mal. So, jetzt fängt's eigentlich gleich erstmal auf der anderen Seite an, weil ich muss erstmal das etwas höhere, die etwas höhere Treppe darüber schubbern. Und dann danach die ganz kleine. Weil sonst kommt man da ja nicht hoch. Logischerweise. Ich habe 2200 Bohnen, Heilige. Die Truhen brauchen immer so lange, bis die aufgehen, wenn sie ein Doppelschloss haben. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Oh, ich wusste gar nicht, dass die jetzt schon hier aufstehen. Ich dachte erst, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Sorry. Mich hat's gejuckt. Okay, und jetzt noch die letzte Treppe. So, das hätten wir. Jetzt stehen natürlich die ganzen Skelette auf, das war klar. Warum bin ich jetzt wieder Harry? Macht das Sinn? Hauptsache, ich gehe zur Seite, damit Hermine den Knochen abbekommt. Ist ja schon ein bisschen fies eigentlich, ne? Waren das alle oder fehlen noch welche? Ich wette, hier gibt es irgendwo noch einen Geheimgang, den ich öffnen kann. Es kann doch nicht sein, dass in diesem riesigen Raum hier kein Geheimgang ist. Ah, eine Bildkarte. Auch nicht schlecht. Oh, okay, offensichtlich gab es keinen Geheimgang. Aber ich habe doch nicht alle 5 Geheimnisse gefunden. Wo ist der Hund? Das ist kein Hund. Doch. Ich finde die Verwandlung einfach so mega cool. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sirius Black ist nicht das, was ihr denkt. Und Kretze ist keine Ratte. Er ist ein Zauberer und heißt Peter Pettigrew. Was? Ja, handelt die Story doch noch schneller ab, Leute. Ich fand die im Film ja schon zu kurz. Ich kann das erklären. Pettigrew ist ein Animagus. Ja, genau wie Sirius. Nicht Sirius Black hat deine Eltern verraten, Harry. Das war Pettigrew. Das war wohl wirklich die Story in Kurzfassung. Aber in mega Kurzfassung. Peter Pettigrew hatte nicht nur James und Lily Potter an Voldemort verraten, er hatte den Verrat auch Sirius Black untergeschoben. Pettigrew sollte nach Hogwarts zurückgebracht und Professor Dumbledore übergeben werden. Aber in dieser Nacht sollte noch ein weiteres Geheimnis gelüftet werden. Professor Moody, was ist los? Er hat Magenprobleme. Überlass das mir! Lauf! Boah. Das war ja mal mega cool.
Pettigrew ist verschwunden. Er hat sich in eine Ratte verwandelt. Geht es ihm gut? Zumindest atmet er. Das ist schon mal viel wert. Das Bein sieht irgendwie komisch aus. Professor Lupin ist ein Werwolf? Dum, dum, dum. Das klang wie ein Hund. Das muss er sein. Geh und hilf Sirius. Ich kümmere mich um Ron. Ja gut, man kennt das ja. Die Tatsachen sind alle ein bisschen verdreht. Er ist unschuldig. Jetzt ist es natürlich wieder mega laut. Sein. Harry, wie geht's dir? Was ist passiert? Geht es Sirius gut? Wo ist Ron? Madame Pomfrey sagt, dass Ron wieder gesund wird. Er braucht nur ein wenig Ruhe. Leider hatte Sirius Black nicht so viel Glück. Er ist in einem hohen Turm eingesperrt. Er wird bald den Dementoren übergeben. Ich kann nichts dagegen tun. Aber er ist unschuldig. Ich glaube das auch. Was wir brauchen, ist mehr Zeit. Aber... Oh, der Zeitumkehrer. Zeitumkehrer? Heute Nacht könnte mehr als nur ein unschuldiges Leben gerettet werden. Ich wollte es dir erzählen. Irgendwann. Ich habe diesen Zeitumkehrer von Professor McGonagall bekommen. Ich habe ihn das ganze Schuljahr benutzt, um zusätzliche Stunden belegen zu können. Das erklärt so einiges. Wir könnten ihn benutzen, um Seidenschnabel zu retten. Und dann fliegen wir mit ihm zum Turm hoch und retten Sirius. Wir müssen aufpassen, dass unsere früheren Ichs uns nicht sehen. Ja, das hat eigentlich Hermine gesagt, weil sie irgendwie mehr Ahnung vom Zeitumkehrer hat. Ist egal, wie gesagt. Verdrehte Tatsachen und so. Puh. Seidenschnabel muss irgendwo da drin sein. Es ist schrecklich still. Hast du den Zeitumkehrer auch um die richtige Zeit zurückgestellt? So, dann würde ich sagen, beende ich diesen Part an der Stelle und werde mich im nächsten Part dann um Seidenschnabel kümmern. Ich meine, ich hätte in der Heulenden Hütte nicht alle Geheimnisse gefunden, leider. Aber ich habe ein paar neue Bildkarten, die ich mir gerade mal noch angucken kann, glaube ich. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, welche das jetzt genau sind. Ich meine, das wäre so eine schwarze gewesen. Ja. Zacharissa Tuckwood, 1874 bis 1966, Pionierin der Schönheitstränke, entdeckte, dass Bubo-Tuba-Eiter gegen Pocken wirkt. Aha. Das ist natürlich sehr gut zu wissen, meine Freunde. Das ist sehr gut zu wissen. Hier habe ich immer noch nur eine. Da habe ich alle fünf, da habe ich alle fünf. Hier habe ich alle fünf. Das war aber auch eine... Da habe ich alle fünf, da habe ich alle fünf. Okay, das war's. Da hatte ich nur eine einzige Bildkarte gefunden. Naja, was soll's. Wie gesagt, um Seidenschnabel kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich finde diese Verwandlung zum Animagus, gerade bei Sirius, finde ich das mega cool. Das sieht einfach immer super aus. Gerade, wo er sich im Lauf in diesen Hund verwandelt hat, das fand ich so cool. Ich mache Hermine gerade mal so ein bisschen verrückt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Schaut auch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Links drin. Und denkt dran, mir unten mal in die Kommentare zu schreiben, ob ihr Weihnachten feiert, wie ihr Weihnachten feiert. Das würde mich auch mal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!